Hallo und herzlich willkommen. Wissen, Glauben, Gewissheit. Diese drei Begriffe werden ja oft einfach in einen Topf geworfen. Fast so, als wäre es das Gleiche. Es gibt aber gravierende Unterschiede. Und es kann ganz hilfreich sein, sich diese Unterschiede ganz klar zu machen. Und zwar genau klar zu machen. Gerade bei der Arbeit mit Glaubenssätzen oder auch bei der Wunscherfüllung, wo sich ja so viele mit befassen, ist es Grundvoraussetzung, sich diese Unterschiede ganz, ganz klar zu machen, weil das ganz wichtig für die praktische Arbeit ist. Wie du im Laufe dieses kleinen Videos feststellen wirst, kann man überhaupt nicht praktisch damit arbeiten, wenn man nicht völlige Klarheit über die Unterschiede hat. Ich habe den Unterschied von Wissen, Glauben und Gewissheit in dieser kleinen Grafik hier schon schematisch dargestellt. Dann siehst du, dass es da schon alleine von der Dichtigkeit, also von der Energiedichte, einen enormen Unterschied gibt. Und je größer die Dichte, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass etwas aus der Leere, die ja gleichzeitig die unendliche Fülle ist, oder wie es in der Quantenphysik heißt, der Raum der Wahrscheinlichkeiten, dass also dann, je größer die Dichte ist, auch die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass das dann auch wirklich in unserer 3D-Welt, in unserem Leben erscheint. Vielleicht ist es ganz hilfreich, wenn wir uns den gravierenden Unterschied an einem Beispiel klar machen. Vielleicht ein Beispiel einfach aus der Wunscherfüllung. Gucken wir uns da mal den normalen Prozess an, wie das in der Regel abläuft. Nehmen wir einfach an, jemand möchte einen roten Porsche haben. Und er hat gehört, dass es da bestimmte Techniken zur Wunscherfüllung gibt. Dass es da ein super Buch gibt. Und er kauft sich dieses Buch. Liest sich dieses Buch auch in aller Ruhe durch. Und dann sagt er sich, prima, ich habe es verstanden. Ich weiß das jetzt. Und stellt das Buch ins Buchregal. Und weil er jetzt Bescheid weiß, fängt er auch an, die Übungen, die in dem Buch vorgeschlagen sind, jeden Tag zu machen. Vielleicht fängt er auch an zu affirmieren. Er weiß auch, wie die Affirmationen geformt werden müssen. Positiv und in der Gegenwart. Und das macht er jetzt jeden Tag, weil er das Wissen hat, weil das in dem Buch stand. Nun, was dabei rauskommt, weißt du selber. Da brauchst du dich nur mal kurz in der Welt umzusehen und die Ergebnisse ansehen von den Millionen Menschen, die das so machen. Theoretisches Wissen und auch die genaue Umsetzung dieses Wissens ist vielleicht für die Schule gut, um da gute Zensuren zu bekommen, aber nicht für praktische Lebensgestaltung, weil einfach die Energiedichte viel zu gering ist. Nachdem unser Freund hier im Beispiel ein paar Wochen geübt hat, stellt er fest, so ein Mist, das reine Wissen und auch die genaue Umsetzung nützt scheinbar gar nichts. Also informiert er sich wieder und stößt auf einmal auf ein Buch über den Glauben. Der Glaube kann Berge versetzen, du musst das nur glauben und dann funktioniert das schon. Also holt er sich auch dieses Buch und vorsichtshalber belegt er noch ein Wochenendseminar darüber. Gehen wir einfach mal den ganz normalen Weg durch, den viele, 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 viele durchhaben. Weil er halt der Meinung ist, wenn ich das Wissen habe, weiß, wie ich das anwende und wenn ich dann auch weiß, wie ich mit dem Glauben umzugehen habe, dann muss es ja funktionieren. Er lernt auch wirklich viel Neues dazu. Zum Beispiel, dass sein Wunsch richtig mit Gefühl erfüllt sein muss. Und er halt nur wirklich daran glauben muss, wenn er täglich seine Affirmationen wiederholt, ich fahre einen roten Porsche. Sieh dich jetzt bitte noch einmal in dieser Szene um und frage dich, wo sind die Ergebnisse? Wie sieht das damit aus?
Wie viele von den Abermillionen Menschen, die die ganzen Anweisungen bis aufs letzte i-Tüpfelchen befolgen, fahren dann auch wirklich locker flockig mit ihrem roten Porsche durch die Gegend? Obwohl sie doch jetzt sogar noch ganz fest daran glauben, wie sie meinen. Vielleicht kommen sie auch nach vielem Üben und dem Konsum von vielen Angeboten nach ein, zwei Jahren zu dem Entschluss, alles Quatsch, was zum Beispiel in der Bibel steht. Der Glaube kann Berge versetzen. Oder ich glaube, da gibt es ja noch so ein Bibelzitat, das heißt, wenn du zum Berg sagst, hebe dich hinfort und du den Glauben hast, dann wird er sich ins Meer stürzen. Nun, wenn man aber die Erfahrung dann hat, wie unser Freund hier in dem Beispiel, dann fällt es schwer, das für bare Münze zu nehmen. Taucht die Frage auf, woran liegt das? Denn alles, was in den vielen Büchern, die er mittlerweile hat, und auch, was er auf den Seminaren und Workshops erfahren hat über den Glauben, das stimmt ja. Woran liegt das also, dass das bei ihm dennoch nicht funktioniert hat? Es muss ja einen Grund dafür geben, wenn alles, was er gelesen und gehört hat, stimmt. Und wenn auch die Sprüche zum Beispiel so wie aus der Bibel über den Glauben stimmen, eben auch aus anderen uralten Weisheiten, wenn das also alles stimmt, er das alles befolgt hat, woran liegt das dann, dass er immer noch keine roten Porsche fährt? Nun, der Grund ist verblüffend einfach. Unser Freund ist ja mit der Definition von Glauben darangegangen, die wir alle durch unsere Konditionierung erlernt haben. Aber das ist nicht die Definition und die Art des Glaubens, die gemeint ist, zum Beispiel in den uralten Schriften. Der Glauben, mit dem wir normalerweise an die Umsetzung der Techniken in den besagten Büchern oder mit dem Know-how von irgendwelchen Seminaren umgehen, der ist von der Dichtigkeit her so wie in der Schematik hier in der Mitte, also noch recht wenig verdichtet. Und wenn du meinst, dass du nur eine einzige Affirmation aussprechen musst, um deinen Wunsch zu erfüllen, dann ist das nicht die Art Glauben, von der in den uralten Weisheiten und in den universellen Gesetzen gesprochen wird. Der Glauben, der da gemeint ist, der ist absolute Gewissheit. Also das, was ich hier in dem Schema auf der rechten Seite gezeigt habe, der ist absolut verdichtet. Und wenn ich meine, ich müsste dann für die Wunscherfüllung nur eine einzige Affirmation aussprechen, dann ist das nicht diese Art von Gewissheit, diese Art von Glauben, die in den alten Schriften angesprochen wurde, sondern das ist absolute Gewissheit. Und den Unterschied von der Art des wenig verdichteten Glaubens, mit dem wir normalerweise an die Umsetzung der Techniken in den oben genannten Büchern und so weiter herangehen, und absoluter Gewissheit, nun, diesen Unterschied kannst du dir an einem ganz einfachen, praktischen Beispiel, das du auch kennst aus deinem Alltag, ganz klar machen. Denn diese Art des Glaubens, diese Art der Gewissheit, des absoluten Gewissseins, kennt jeder. Stell dir einfach vor, du gehst in eine schöne Pizzeria und dein Wunsch ist es, eine leckere Pizza zu essen. Du nimmst die Speisekarte, wählst dir eine Pizza aus, der Kellner kommt, du bestellst deine ausgewählte Pizza und was passiert dann? Was machst du dann? Fängst du dann auch an, wohlgeformte Affirmationen zu bilden, damit du auch ja deine Pizza bekommst? Nein, natürlich nicht, weil du da absolut gewiss bist, dass das, was du dir gewünscht hast, was du bestellt hast, dass das auch auf deinem Tisch erscheint. Und zwar ohne überhaupt noch eine tausendstel Sekunde einen Gedanken daran zu verschwenden. Und diese Art der Gewissheit, diese Art des Glaubens ist in den uralten Schriften gemeint.
absolutes Gewisssein. Für diese Art des Glaubens, dieses absolute Vertrauen darauf, dass das, was ich mir wünsche, auch in meinem Leben erscheint, also dass der Wunsch sich auch erfüllt, gab es sogar in den alten Schriften einen besonderen Begriff, das hieß Nost oder Deum Nost. Und damit war der Glaube gemeint, der dieses absolute Vertrauen, diese absolute Gewissheit beinhaltete, ohne sich überhaupt auch nur eine Sekunde lang damit befassen zu müssen, weil es einfach ein Teil des Ich-Bins geworden ist. Oder um das mit den Worten in der Pizzeria zu sagen, damit man das überhaupt ein bisschen begreiflicher bekommt: Ich bin der Roland und zu meiner Identität gehört, dass jetzt selbstverständlich mein Wunsch erfüllt wird. Die selbstverständliche Erfüllung des Wunsches gehört in diesem Moment einfach zu meiner Identität, zu meinem Ich bin das. Diese völlige Selbstverständlichkeit ist gemeint, wenn in den uralten Schriften vom Glauben gesprochen wird. Und wie du merkst, hat das mit dem, wie wir heutzutage Glauben definieren und wie wir da dran gehen, gar nichts zu tun. Nost oder Deum Nost ist nicht das, was wir heutzutage unter Glauben verstehen. Gegen die Energiedichte, die da gemeint ist, ist die Definition, die wir heute von Glauben haben, sehr, sehr flüchtig, kaum mit Energie angereichert. Okay, wenn wir uns den Unterschied jetzt ganz klar gemacht haben, taucht natürlich automatisch die Frage auf: Wie kommen wir dahin? Also sehen wir uns diesen Prozess mal etwas genauer an und nehmen dann gleich zur Erklärung das Beispiel aus der Pizzeria, weil dieses Beispiel eben sehr einleuchtend ist, wie es zu der Situation dieser absoluten Gewissheit bei der Bestellung deiner Pizza gekommen ist. Denn auch dieser Prozess, diese absolute Gewissheit, dass selbstverständlich der Wunsch nach deiner ausgewählten Pizza auch erfüllt wird, ist ja nichts anderes wie eine Bewusstseinseinheit. Eine Bewusstseinseinheit, die irgendwann mal in deinem persönlichen Anteil des Quantenraums aufgetaucht ist, die du natürlich völlig unbewusst lange beobachtet hast und nachdem sich das als erfolgreich herausgestellt hat, du da ein Etikett draufgeklebt hast und dann diese Bewusstseinseinheit auf Automatik geschaltet hat. Und du jetzt ganz automatisch in einem Restaurant, wenn du dir was zu essen bestellst, was du vorher ausgewählt hast, in dieser Gewissheit landest, dass dein Wunsch dir selbstverständlich erfüllt wird. Eben dadurch, weil du als Kind oft genug durch Beobachtung und Erleben erfahren hast, dass in dieser Situation du dir nur etwas wünschen brauchst, das aus der Karte auswählen brauchst und dass dann ganz selbstverständlich dein Wunsch erfüllt wird, und zwar ohne, dass du dich noch eine Sekunde damit befassen musst. Und parallel dazu hat sich eben in deinem unsichtbaren Bereich, also in deinem persönlichen Anteil des Quantenraums, die passende Bewusstseinseinheit dazu gebildet, ist etikettiert worden und dadurch quasi auf Automatik geschaltet. Und heute, wenn du in solchen Situationen bist, taucht automatisch diese Bewusstseinseinheit auf. Du bist in diesem Moment aus dieser Bewusstseinseinheit heraus, weil es ein fester Teil von dir ist, und deshalb läuft das dann mit dieser völligen Gewissheit ab. Weil diese Bewusstseinseinheit ja ein fester Teil von dir selbst ist, von deiner Identität, von deinem Ich bin das, völlig selbstverständlich zu dir gehört. Hört sich jetzt vielleicht etwas esoterisch und abgehoben an, aber diejenigen, die mein kreatives Quantenbewusstsein kennen, die wissen, dass ich das ganz praktisch
und zwar bewusst und sofort fühlbar selbst umsetzen kann. Und zwar ganz, ganz einfach. Für die, die das noch nicht kennen, setze ich den Link zum kompletten Lernprogramm für mein kreatives Quantenbewusstsein unten in die Beschreibung. Und das Schöne ist, das kann dann ganz, ganz schnell gehen, weil unser Gehirn ja nicht unterscheiden kann, ob etwas wirklich, wie bei dem Kind, in der Realität des Kindes passiert oder ob das nur in unserer Vorstellung abläuft. Unserem Gehirn ist das völlig Schnurz. Und als Erwachsene können wir da ganz bewusst mit umgehen, mit diesem Prozess und brauchen nicht, wie das Kind, was weiß ich, vielleicht jahrelang immer wieder die gleiche Erfahrung zu machen und das zu beobachten, bis sich diese Bewusstseinseinheit unbewusst bildet. Wir können das mit dem kreativen Quantenbewusstsein ganz bewusst machen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die sich hier das Video anhören und die das kreative Quantenbewusstsein kennen und da schon ein bisschen mit gearbeitet haben oder besser, die damit gespielt haben, dass denen jetzt ganz klar ist, wie sie das auf ganz einfache Art und Weise machen können. In Kurzfassung, erschaffe dir in deinem persönlichen Anteil des Quantenraums so eine Bewusstseinseinheit, etikettiere die, fasse den Entschluss, denn das ist eine Absicht, das erleben zu wollen, und dann schenkst du dieser Bewusstseinseinheit viel Aufmerksamkeit. Dadurch verdichtet die sich ja dann immer mehr, weil die Verdichtung entsteht ja durch die Aufmerksamkeit. Sag einfach immer wieder in deinem Alltag kurz Stopp und lenk die Aufmerksamkeit auf deine neu geschaffene Bewusstseinseinheit. Dadurch wird diese Bewusstseinseinheit immer dichter und immer dichter, so lange, bis das ein fester Bestandteil von dir geworden ist und völlig selbstverständlich so abläuft, wie in der Situation bei der Bestellung in der Pizzeria. Nach diesem Prozess entsteht ja alles in unserer erlebten Welt. Aber um den Prozess ging es ja hier auch nicht in diesem Video, da gehe ich auch jetzt nicht mehr drauf ein, sondern es ging ja darum, sich völlig klar zu machen, völlige Klarheit zu erlangen, was für Unterschiede es gibt, wenn es um Wissen, Glauben, um Gewissheit geht und was mit dem Glauben in den uralten Weisheiten wirklich gemeint ist. Dass die halt eine ganz andere Art von Glauben gemeint haben, mit viel, viel größerer Energiedichte. Und wenn mir das nicht klar ist, dann kann ich also Bücher lesen, so viel wie ich will und die ganzen Techniken anwenden, dann kann da nichts bei rauskommen, weil die Grundvoraussetzung, die Grundannahme falsch ist. Und wenn die Grundannahme falsch ist, dann wird auch bei dem Ergebnis nie was Richtiges bei rauskommen. Ich hoffe nun, es ist mir gelungen, dir den Unterschied zwischen Wissen, Glauben und absoluter Gewissheit, also Deunost, klarzumachen und wünsche dir bis zum nächsten Mal von Herzen alles Gute.